Hi, ich bin Marc Oswald und in diesem Video geht es um die Fragetechnik der lösungsorientierten Frage. Lösungsorientierte Fragen sind, wie der Name schon sagt, dafür gemacht, Lösungen zu finden, wo vorher Probleme waren. Wenn jemand im Alltag einen Fehler macht, dann ist so typisch deutsches Verhalten, hinzugehen und zu sagen, so eine Scheiße, was hast du dabei gedacht, warum hast du das gemacht? Das ist in dem Moment vielleicht für den, der es tut, für den, der schimpft, befriedigend, befreiend, aber für Lösungen sorgt es definitiv nicht. Es treibt den anderen eher in die Defensive, treibt in Schuldgefühle rein und bringt nicht viel. Wenn man auf Lösungen aus ist und schnell Ergebnisse haben möchte, dann ist ein klügeres Vorgehen, hinzugehen und zu sagen, okay, es ist jetzt passiert, wie können wir das Problem jetzt lösen? Welche Optionen haben wir jetzt? Was können wir in Zukunft anders machen, um dieses Problem zu vermeiden? Wie können wir verstehen, wie das Problem entstanden ist und es in Zukunft anders machen? Wen könnten wir fragen, um Lösungen für das Problem zu finden? Welches Vorgehen eignet sich jetzt, um Erfolge zu erzielen? Und mit dieser Fragestellung lenkt man das Hirn weg von dem Schuldkomplex, weg vom Problemdenken hin zu Lösungen. Wenn du im Alltag vor Problemen stehst und dich so ein bisschen eingesperrt fühlst darin, dann nutze lösungsorientierte Fragen. Schreib dir am besten auf, was kann ich jetzt tun, welche Optionen habe ich und schreib mindestens 50 Antworten auf und dann ist mindestens eine dabei, die dir weiterhilft. Und somit holst du dich selbst sofort innerhalb von ein paar Minuten aus fast jedem Zustand raus und findest Lösungen und Antworten auf deine Fragen. Viel Spaß beim Umsetzen.